und Simon und Jens. Kannst du das bitte nach dem Captain's Log starten? Hallo. Ich kann so nicht anmoderieren. Sieh mir in die Augen. Das war ja ideal. Die Sprache der Musik, Simon. Shut up! Excuse me. Captain's Log. Sternzeit 1549-2203-2015. Korrekt. Ich muss nochmal nachlesen, aber das stimmt. Willkommen zurück im Weltraum, Friends. Wir sind jetzt zurück Space von Friends. Space Friends, Space Matrosen ist die korrekte Bezeichnung. Also Ahoi Space Matrosen, ja? Kosmonauten. Komm, du darfst es auch mal probieren. Du darfst jetzt mal. Was? Du darfst einmal, ich gebe dir die einmalige Chance, mal einen Captain's Log aufzunehmen. Nee. Doch. Nee, den Druck halte ich nicht aus. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Du Amateur. Deshalb bin ich halt auch nur Nummer 2. Exakt. Redshirt. Naja, noch so ein halbes Level über Redshirt. Du bist. Ich sterbe nicht sofort. Ich bin das der reicht. Zweite, der, danke. Der weggelasert wird. Pack mal das Rohr jetzt weg hier. Pack mal das Rohr weg. Also nochmal von vorne. Ahoi Space Matrosen, willkommen zurück im Weltraum. Und wir haben ja jetzt, die Partysaison ist vorbei. Es ist jetzt Zeit für ein bisschen Arbeit wieder. Ne? Festival-Saison. Ja, als Space-Piraten. Also die letzte Party war echt ziemlich beschissen, muss ich sagen. Ja. Diverse Leute haben versucht, uns zu essen, aber ich meine, das ist ja noch ganz gut gegangen. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen an die Arbeit gehen und Space-Piraten-Kram erledigen. Beziehungsweise wir brauchen dickere Wummen, größere Messer und fettere Rüstung. Und fancier Haarlooks. Fancierere. Englischsprache, schwere Sprache. Ja, und bessere englische Aussprache brauchen wir auch. So. Wo kriegen wir denn diesen nächsten Tier an Materialien her? Er zeigt uns das Zeug an, aber die Sache ist normalerweise. Ich räume jetzt mal auf währenddessen. Du kannst ja mal nachschauen. Ich kann nicht mit deiner Schiffs-KI reden, das ist ein bisschen ärgerlich. Nee, die mag dich nicht mehr seit diesem einen Abend. Als du versucht hast, dich da, ich sag mal, meinen USB-Port zu docken. Ja, ich sag mal, plug and play, if you know what I mean. Ja, ihr Organischen wünscht euch doch, dass es so leicht wäre. Manchmal schon, ja. Dein Schiff mag mich leider auch nicht mehr. Hier redet keiner mehr mit mir. Ja, dann denk mal nach, woran das liegen könnte. So, ich hau jetzt den ganzen Quatsch hier weg. Ich habe ein bisschen Metall noch. Ich habe überlegt, ob wir erstmal unser Space Resort basteln sollten, aber eigentlich, deine Schlampe von Schiff ist doch selber schuld, wenn sie diese Riesenkanone, wenn sie diese Riesenkanone da so vor sich hin. Ey, ich bitte dich. Was wäre denn ein Eisengeier, ein Space-Eisengeier, ohne eine gigantische Space-Kanone? Da muss man schon irgendwie mal Abstriche machen. Hier sind die Asteroidenfelder, aber da haben wir ja schon festgestellt, dass die irgendwie scheiße sind. Ah, ich brauche mehr Storage Space. Warte mal, ich muss jetzt gerade erstmal gucken. MyTech. Ananas brauche ich nicht. Wir haben das Beste, was wir haben, ist Strahlenschutz. Okay. Also müssen wir auf irgendeinen Planeten, der verstrahlt ist, denke ich. Und das ist dann irgendwo ganz unten die Kacke. Aha. Wir sind jetzt gerade vom. Naja, dann müssen wir auf irgendeinen radioaktiven Planeten, ne? Und dann da den Crap abbauen. Wir sind bei Risky und Dangerous. Warte mal, ich glaube, wir. Was denn? Wir haben keinen. Was denn jetzt? Wir haben keinen Hitze. Keinen Kälteschutz. Ich glaube, wir müssen auf. Ja, Dangerous. Kälteschutz brauchen wir noch. Wir müssen von Risky auf Dangerous. Was sagt denn mein. Ich bin jetzt nur radioaktiv, gegen Radioaktivität geschützt. Warte so. Mal, bin ich doof? You tell me. Ich guck nochmal auf dem. Haben wir irgendwas vergessen? Nö, wir haben alles. Ich glaube, du hast irgendwas vergessen. Ne, vielleicht haben wir nicht richtig geguckt. Es kann ja sein, jetzt nachdem wir die Quest fertig gemacht haben. Dann frag mal deinen Rechner, ob der dir irgendwie eine neue Schutzatmosphäre für deinen Anzug basteln kann. Nee, ich frag im Outpost. Oder so, ja. Frag mal nach und bring mir einen Kaffee mit, bitte. Ja, meine Schiffs-KI sagt leider nichts.
Der Computer sagt nein. I'm sorry, Dave, I can't let you do that. Mhm. Oh, das ist ein bisschen mehr Damage. Also hier sieht es so aus. Hm. Nee, hier ist niemand. Haben wir einfach nur nicht tief genug gegraben? Wir haben nicht tief genug gegraben. Ja. Das ist aber mal ausnahmsweise mal ganz andersrum. Kokosnüsse, die behalte ich mal. Vielleicht will ich mir mal irgendwann eine Pina Colada craften. Tech Card habe ich noch, eine Blank. Blank Tech Card, aber die bringt mir ja nichts. Richtig. Was will ich damit? Alien Schlons, alles voll. Ich habe auch noch welche, bin ich etwas. Hier, irgendeine Datakassette, Florent Tactics, brauche ich auch nicht. Nee, warte mal, halt, stopp. Wir haben doch Cold Protection. Wie? Was? Moment mal. Ich gucke jetzt mal selber nach, weißt du? Nein, wir haben. Kannst ja gar nichts. Wir haben Kälteschutz. Ups. Aber, hä? Nicht doof. Normalerweise. Ja, Cold Protection, wir haben es nur nicht freigeschaltet. Warte du mal. Lappen. Doch. Doch, die ist doch. Die Cold Protection ist doch. Du musst switchen zwischen Cold und Radiation Protection. Ja. Du musst deinen Anzug erstmal eichen. Sag mal, weißt du gar nichts mehr? Wie lange warst du denn nicht mehr auf Außeneinsatz? Hör mal jetzt hier zu, Junge. Aha. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Tier höher ist. Dangerous oder Risky? Ich guck das jetzt nach. Du, das kann ich dir auch nicht sagen. Dafür habe ich das zu lange nicht mehr gespielt. Weil es nichts bringt, ewig nach unten zu graben. Banana! Ja, das ist richtig. Buntes Holz. Meh. So, Campfire kann man immer gebrauchen. So, okay, was wir brauchen ist Dangerous oder Extreme. Extreme Planet. So, hier ist zum Beispiel ein Planet mit gefrorenen Ozeanen, wobei ich mir nicht vorstelle, die sind glaube ich nicht wirklich gefroren, die sind nur sehr kalt. Na dann, ich schließ dich in deinem Cockpit ein, du regelst das schon. Ich leg mich so lange kurz hin. A vast expanse of ice, da fliegen wir jetzt hin. Tu es. Engage. Wir fliegen jetzt quasi nach Hoff. Ja, genau. Warte mal, ich hatte auch irgendwo noch so Hoff-Accessoires rumliegen. Accessoires. Ich meine, Style ist total wichtig für einen Space-Piraten. Das ist schon so. Du musst ja auch einen Eindruck hinterlassen, weißt du, bei deinen Opfern. So. Es ist doch das einzige Opfer hier an Bord bist im Moment. Ich sollte mal deine Sarkasmus-Routinen überprüfen. Die funktionieren wunderbar. Ja, ich sollte sie abschalten. Ich lege mir jetzt wieder ins Bett. Das halte ich nicht aus, diesen Stress. Nom nom nom. Mich gelüstet ist nach einem weiteren Kaffee tatsächlich. Ich müsste gleich mal, glaube ich, abhauen und mir einen Kaffee holen. Aber das können wir ja nicht machen mitten in der Folge drin, oder? Das geht ja nicht. Ja, Yazi macht es auch. Der läuft einfach weg. Ja, aber dem ist eh alles scheißegal. Dem ist eh alles scheißegal. Na gut, es ist auch sein Privatchannel. Er kann machen, was er will. Ne? Ja, ne? Lass uns erstmal den Planeten angucken. Ist gut. Gucken, was es hier gibt. Der ist sieht gut. Ganz hübsch aus. Eisplanet ist gut, mit Eisplanet. Eis mit Eis. Genau. Meinst du, wir finden da auch Eis? Oh, es ist dunkel. Wunderbar, weißt du? Man findet Steckrüben. Das sind keine Steckrüben, Jens. Das sind Gehirne. Das, was ich gerade aufgesammelt habe, waren Steckrüben. Talking about Hirnfrost. Am I right? Ja. Gibt's eine tolle Regular-Show-Folge drüber? Es gibt über fast alles eine tolle Regular-Show-Folge. Vor allem, wenn es irgendwas mit 80ern oder so zu tun hat. Ich dachte erst, hier wäre ein Chunk nicht geladen, aber das ist einfach so ein komischer Berg hier. Ich finde diesen Planeten ziemlich beschissen, muss ich sagen. Deine Auswahl ist mal wieder großartig gewesen. Ach, sei still. Guck mal dieses Viech an. Was hat das denn? Ist das ein Pokémon? Ja, wie immer, die sehen alle aus wie Pokémon. Lass uns mal hier reingehen, wir markieren das mal hier. Markier mal dein Revier, ja, mach das mal. Komm, wir gehen mal hier in das und kalte dann Loch. Gehen wir einfach mal nach unten. Wir gehen einfach mal rein. Mach mal Licht an. Hier. Geht doch nicht. Und dann einfach mal straight down, wie immer. Ist gut. Flop, 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 flop. Weißt du, was gut wäre als Anzugs-Upgrade? Nö. Ding, das dich immun gegen Fallschaden macht. Das wäre tatsächlich ziemlich geil. Ah, müssen wir uns durch die Scheiße hier durchgraben. Ich fluch schon wieder so viel, mir fällt es immer dann erst auf. Oh, Uran, Gold. Oder? Nee, Gold.
Oh, warte, da ist Rubinium oder so. Aber nicht in den Mengen kommen. Ich will das nur einsammeln. Nigga, please. Bitch, please. Für sowas stehe ich doch morgens nicht auf. Das ist aber eine tolle Einstellung. Da hatten weißt sie mal eine Doku gezeigt. Wer das so Rubinium nicht ehrt, ist die Erzader nicht wert. Naja, das ist... Funktioniert beinahe, ich weiß. Es ist fast gut. Mal Licht an. Jesus Christ. Fast H. Christ. Das ist die Story of my life, ja. Übrigens, diese coolen... Oh. Diese Haufen Cluster, Kohlen, die hier rumstehen, die kannst du kaputt. Ah ja, genau. Exalt, die sieht ja fett aus. Badass-Charge-Pump. Direkt konfisziert. Plasma-Shotgun benutzt. Sofort konfisziert. Yes, yeah, bitch. Aber warte mal, der Charge, halt mal gedrückt. Nee. Okay, er charge. Ja, schade. Werde ich gleich checken, wie die aussieht. Aber die macht auf jeden Fall ordentlich Damage. Yes, please. Ja, das ist doch schon mal. Say hello to my little friend. Ich habe gerade nicht im Kopf, ob sie nochmal kleine Patches gemacht Diamond haben, aber die Waffen sind geil. Also die haben ein paar kleine Patches gebracht. Vor allem auch Waffen-Balancing und so ein Kram haben sie gemacht, offensichtlich. Ach, du hast hier einen Drill gemacht, das finde ich gut. Ja, aber ich nehme mich nicht. Nicht mehr viel, weil die ja leider nicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch eine Pickaxe habe hier zufällig. Eine Kickass. Ja. Weißt du, ich habe hier so einen fetten Plasma-Disruptor und kann damit nicht durch den Boden durchschießen. Ist auch ein bisschen unrealistisch, oder? Nee, du willst das Zeug ja nicht kaputt machen. Du willst es ja. Doch. Machen. Ich will es kaputt machen. Alles kaputt machen. Weil ich tausche das mal gerade aus durch diese andere Shotty. Die ist nämlich Bullshit im Gegensatz dazu. Piu. Piu, bam. Yeah! Take this, down. Motherfucker! Oh, hier ist. Die hat auch einen ganz geringen Spread nur, ne? Ja. Das macht Spaß damit zu ballern. Herz. Jetzt weißt du, was das Beste an dieser Waffe ist? Sie macht Piu Piu. Mm. Leider Piu. Die. Oh Gott, dieses Bounce-Ding. Den mag ich überhaupt nicht, da, den Kerl. So. Diese komische Sperma-Knarre, die sie mal gezeigt haben zwischenzeitlich, die gibt's leider nicht im Spiel. Die Splooch-Gun? Ja. Komplett mit dem entsprechenden Soundeffekt. Was ist das da? Ist das ein Container? Oder ein Diamant? Das ist ein Diamant-Cluster. Oder ein Erz-Cluster. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ist es nur auf den höheren Planeten hier so? Nee, die gibt's selten. Shut up, Alter! So. Da ist, was ist denn jetzt los? Warum haben wir dieses... Ach, weil wir dieses haben, Ding haben. Protection. Guck mal hier. Hier ist ein Mini-Mini-Dungeon. Wo hast du denn das gefunden? Ups. Da war die Kiste hast du mitgenommen, wunderbar. Ja, eine Schatzkiste. Hast du toll gemacht. Eine Schatzkiste, irgendwelches Gemüse. Und Gemüse. Da war Gemüse in der Schatzkiste. Dieser Planet ist leidet irgendwie an Vitaminmangel. Ja. Ein Diamant war in diesem Cluster drin. Was ist denn das für ein Cluster? Das hat seinen Namen nicht verdient. Halt die. Ich bin gestorben an so einem Zacken da oben. Ja, ganz wunderbar. Ja, ach, gut. Captain. Captain, mein Captain. Der Captain ist tot, lange liebe der Captain. Die, wo wir gerade bei Splooch Guns waren, diese komischen Eierfrüchte hier, die sind weiß und haben einen weichen, schleimigen, weißen Kern. Schön. Dick Jokes. Ja, nee. Hoden Jokes. Pernis Jokes. Ja, sind halt alles auch irgendwie kleine Kinder. Ich habe halt auch tatsächlich so ein bisschen so privat, so unter vier Augen, plus die Ohren des Internets. Litschis sind ja schon ziemlich eklig, die erinnern mich immer an Hoden. Also, wenn du mal wirklich gekochte Hoden gesehen hast und wenn du den Hobbit Special Edition gesehen hast, kannst du sehen, wie einer der Hauptcharaktere, der Bürgermeister von dieser Seestadt, wie der Hoden ist. Und dann kannst du den direkten Vergleich ziehen, wenn du dir nicht andere Videos... Wenn du Angst davor hast, jemand isst Hoden bei Google als Suchanfrage einzugeben, guck dir einfach die Hobbit Special Edition an. Und ich kann bestätigen, ja, das sieht Nelitschi schon ziemlich ähnlich. Warte mal, was? Warum? Ja, das ist ein Joke. Den haben die aus der Theatrical-Version rausgenommen. Okay. Weil dann haben sie dann irgendwann doch gedacht, der isst Hoden, das ist nicht lustig. Hä, aber was ist denn daran jetzt ein Witz? Das war ja auch nicht im Buch. Ne, der isst, wie der die isst, ist lustig. Diese ganze. Oh, da unten ist wieder so ein Dungeon. Ja. Ah, da ist ein Florence wieder, lass sie mal klatschen.
Shit, aua. Gehen wir mal hin, oder? Grab dich mal da rein. Oh, Kacke. Ja, wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Aber warte mal, hier ist noch mehr Erz. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Ich flute die Florence. Nee. Das ist eine gute Möglichkeit. Ich gieße die Pflanzen. Aber hey, ich verstehe jetzt nicht, was daran lustig sein soll. Ja, nix. Die haben es nur rausgenommen aus der Version, die im Kino lief. Und dann später in der... Bin ich auch ehrlich gesagt ganz dankbar drüber. Ja, eben. Irgendwer hat dann halt gesagt, deswegen, Moment mal, das ist überhaupt nicht lustig. Und ja, Peter Jackson hat zu viel so ein Kram in dem Film, finde ich, gemacht. Der war ein bisschen zu wacky. Welcher Hobbit war das? Na, das war der zweite. Okay, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, deshalb weiß tatsächlich. Ich jetzt auch nicht. So, die sollten jetzt demnächst da abgesoffen sein. Nee, ich glaube, die ertrinken. Hey, guck mal, diese fette Statue können wir mitnehmen und in mein Schiff stellen. Hier ist eine leere Tech-Card. Oh. Der Fisch. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Mit dem Laser. Und ich nehme den Rest. Danke. Oh shit, ich kann unter Wasser meinen Granaten nicht richtig benutzen. Bitches ain't shit, but... Oh, das ist ein, nee, ein Florence-Boss oder so. Trickson, was? Bitches ain't shit, but tricks and irgendwas. Der hatte Medikits dabei. Hab ich die Statue eingesammelt? Hast du sie? Okay. Dann nehmen wir die andere auch noch mit, wenn wir schon mal dabei sind. Wieso nicht? Hunters Alter, das ist eine Knarre, die Bolts schießt. Die schießt wahrscheinlich Speere einfach. Warte. Mach mal. Ja, unter Wasser nicht so ganz effektiv. Nee. Aber das ist nicht auch neu, dass es jetzt so eine Wasserphysik gibt. Ja, nee, die war ja schon immer drin. Die haben es nur ein bisschen geändert. Mitnehmen. Ja, das. Oh, toll, das hilft uns auch nicht hier rauszukommen, du Depp. Ich muss. Steine. Wir uns einfach weiter nach unten. Übrigens, du hast bisher die gesamten Erze eingesammelt, ne? Tja. Die wir hatten. Ich bin ja auch dein Vorarbeiter. Wir können uns doch einfach. Ja, hier war noch Rubinium und die Tech-Card. Hattest du die schon gesammelt? Ja, die habe ich. Achso, okay, dann ist es egal. Ja, dann gehen wir gleich runter wieder. Warte mal kurz, mach mal Licht oder leuchte mich mal an. Da. Ja, okay, es ist nicht so spektakulär. Sieht jetzt nicht anders aus als. Aber ich meine, es macht 400 Damage, das ist schon nicht schlecht. Kann man schon nicht nee sagen. Ist aber jetzt auch nicht großartig besser als. Zieh Leine, du Ding! Alter! Was ist das denn für ein Gerät? Charge Monster finde ich am lustigsten, die kriegen überhaupt nichts auf die Kette. Jo, dann durch hier. Die haben dieses. Das Zahngeräusch ist wieder da. Wie ist wieder da? Hörst du das? Nee, minimal nur. Das ist immer. Ist ein bisschen anders. Ja. Kling, 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 kling. Wie ging jetzt der Song nochmal? Bitches and shit, but hoes and tricks oder nee, sowas. Was war das? Warte, ich guck's nach. War das Dr. Dre? Oder? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Oldschool Hip-Hop. Meins? Es ist Dre, ja. Mit Snoop Doggy Dogg. Ja, genau. Snoop war auch dabei. I know my Oldschool Hip-Hop. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Ja, hoes, genau. Ich wusste es. Lick on these nuts and suck the dick. Exakt. Ja. Natürlich kennst du solche Songs. Natürlich. Ich finde halt Dr. Dre... Das Beste, was er jemals gemacht hat. Naja. Ja. Naja, weiß ich nicht. Ich will jetzt mir kein Urteil erlauben. Ich bin ja für die Abgabe von medizinischem Cannabis, wenn es von Leuten, wenn es von seriösen Leuten wie Dr. Dre verschrieben wird. Dr. Dre kann mir gerne medizinisch was verschreiben. Ich hab gehört, er hat seinen Doktor in Bitches gemacht. Mhm. Bitchologie. Ich habe neulich tatsächlich von jemand gehört, der saß in seiner BWL-Vorlesung und ist halt auch ein normaler Typ und dann, ne, regt man sich natürlich auf, wenn dann so gewisse andere Leute da sitzen. Halt, stopp, ja, bevor du weiterredest, wir müssen festhalten, du hast BWLer-Freunde. Nee, tatsächlich kenne ich den nicht gut, aber wir hatten uns darüber unterhalten. Direkt erstmal distanziert. Ja, nee, ernsthaft. Ja, ich kenne den jetzt nicht so. Also nee, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt. Aber der hat mir diese Story halt direkt erzählt. Und er hat sich dann da... For bitches. Ja, natürlich. Ach so. Und dann hat er sich da in seiner Vorlesung irgendwie...
Man, oh, ein Schild ist das, cool. Hat die Professorin halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas über Mathe erzählt. Es war eine Mathe-Vorlesung. Ja? Irgendwas über Mathe, ja. So gehen und, die Wähler mit Mathe um. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie er das gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat dann tatsächlich irgendeiner da gesagt, weil die hat halt irgendwie ihre Vorlesung gehalten, hat dann irgendwas über Mathe studieren, ne? Also wenn sie wollten, hätten sie Mathe studieren können oder so, wenn sie diese Vorlesung schaffen, gesagt oder so. Okay. Und dann meinte dieser Typ, ihr studiert Mathe, ich studiere Bitches aus der letzten Reihe. Und dann dachte ich so, willkommen in der Hochschule. Ja. Weißt du? Also das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind, Jens. Der Untergang der Zivilisation. Deswegen flüchten wir ja auch in den Weltraum. Ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil wir im Internet sind. Ich will ja keine Namen nennen, aber du weißt, mein Mitbewohner an der Uni und so, die Klausur, die er gestellt hat über Word und PowerPoint. Ja, solltest vorsichtig fast sein. Die Hälfte du, Leute du solltest wirklich werden. Vorsichtig sein. Piu! Es waren 70 Leute und es wären, glaube ich, 40 durchgefallen. Jetzt haben sie es geschafft, den Schnitt so zu senken, dass nur noch 7 durchfallen. Eine Kerze. Bei einer Word-PowerPoint-Excel-Klausur. Irgendwie sind hier alle Materialien auf dem Planeten. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil, muss ich sagen. Ich dachte, man müsste dann Nee, das ist leider, die findest du. Das liegt aber auch daran, dass du höchstwahrscheinlich alle Werkbänke brauchst. Du spezialisierst dich nicht. Du brauchst ja, das hatte ich gedacht, dass es sich jetzt halt aufsplittet. Aber dann offensichtlich nicht. Ja. Also sagen wir einfach mal, das Niveau an der Uni. Ja. Humboldt dreht sich im Grabe um. Er ist nicht der Einzige wahrscheinlich. Was machst du jetzt? Da bin ich wieder. Ich habe nur ein bisschen gebraucht. Ich musste gerade noch was nachschauen. Hier hat irgendwie was gehangen. Ja, dann gehen wir mal in den Dungeon. Bei mir hängt auch was. Ja, bei dir hängt die Platte. Mann, ich brauche mal Fackeln. Qualitätsunterhaltung mit Jens und Simon. Wer Qualität erwartet, ist eh nicht mehr hier. Richtig, der hat schon nichts gemacht. Ja, hat schon aufgegeben. Was für ein Scheiß. Labern die denn? Sind die behindert? So, das ist die durchschnittliche Reaktion das des normalen 15-Jährigen heutzutage. Strikenator, aber das ist, ich sehe schon wieder diese große, ich glaube, diese das Symbol mit der großen Kugel bedeutet, dass das so ein langsames Ding ist. Das ist so eine Bullshit-Knarre, korrekt. Das habe ich schon, die schmeiße ich direkt weg. Ekelhaft. Hier, saug mal ab hier. Moment. Ich mach das schon. Plop, 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 flup, 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 flup. Hier durch das Dings, durch die. Ist eh nichts drin, glaube ich. Da können wir uns aber schneller durchgraben als bei dem anderen Scheiß hier. Warte mal, ich hab. Na toll, hört schon auf. Nee. Fackeln habe ich keine mehr, da musst du dich jetzt drum kümmern, ne? Es ist, wie gesagt, Fackeln ist echt noch ein Problem. Ich meine, du kriegst später dieses Upgrade. Ich würde gerne selber ein bisschen mehr leuchten. Ja, du kriegst ja später. Ich glaube, im nächsten Tier, beim aber nächsten Schiffs-Upgrade, kriegen wir so ein Ding, wo du halt selber beleuchtest. Hier ist Kohle, ich nehme die mal mit. Das Problem ist. Aber nicht so viel. Wenn du selber leuchtest, ist es nicht besonders hell und es verbraucht Energie. Oder nee, es beendet Energieregeneration, was es halt echt unpraktisch macht. Ich muss dringend mal meinen Materie-Manipulator upgraden. Was war denn da der nächste Tier? Weißt du das noch? Oder was das kostet? Wahrscheinlich diese Eggy-Salz-Sachen und so ein Kram. Das ist, glaube ich, teuer. Ja, scheiße. Aber brauche ich dringend. Ganz dringend. Ich erinnere mich, dass ich da ziemlich für Grindan musste. Grindorn? Grindan. Okay. Alright, dann ist es wohl so. Okay, ich brauche noch mehr Woodplanks. Das ist es, was mir fehlt. Es gab mal einen Mod. Ich weiß nicht, ob der noch aktualisiert wird. Gab es einen Mod, der hatte, da konntest du so Kugeln craften, so Leuchtkugeln, die hinter dir herfliegen. Das ist cool. A good idea. Ja. Das wäre eigentlich die beste Lösung halt. Du brauchst irgendwas, was ein bisschen spaciger ist als so dämliche Fackeln. Ja. Also sowas wie eine permanente Flare-Gun auf irgendeinem Mittelmaus-Button oder so, dass du einfach so eine Flare schmeißt, weißt du? Ja. So eine rote Flare, scheiße, passt doch. Ist doch. Scheiße, Daniel, weißt du? Ich zeig dir gleich mal, was guter schwarzer Kaffee ist. Kaplan. Die sind nicht aggro, ja gut. Die gucken nur, die wollen nur spielen. Erschosen. Bling, 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 bling. Pling, 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 klong, 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 klong. Ich weiß tatsächlich im Moment nicht, ob meine Diamond Pickaxe, ob die schneller ist oder nicht. Ich glaube nicht, die ist. Du bist schneller als ich, definitiv. Ja. Hundertprozentig.
Die Pickaxes sind grundsätzlich schneller. Ich habe jetzt wieder Fackeln übrigens. Oh, hier ist ein ganzer Haufen. Grab du mal auf der Seite weiter, ich gehe mal nach unten. Ja, wie viele Fackeln hast du denn? 64. Ja, das reicht erstmal. Ich habe nachgelegt. Blink, 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 blink. Nee, das ist nicht mehr das Zahngeräusch, das ist ein anderes. Aber die haben es abgeschärft. Entschärft, wollte ich sagen. Er hat abgeschmatzt. Entschmatzt hat er. Schöne Wortschöpfung. Ja, abgeschmatzt ist toll. Also so wie Rutenmoschi, ja. Was? Rutenmoschi, ja. Ich habe auch... hast du gut gemacht, Jens. Deine Dragon Ball Kenntnisse sind unglaublich. Fantastisch. Ich habe mich mit meinen Mitbrüdern unterhalten. Die kennen zwar Dragon Ball vom Namen her, haben es aber nie geguckt. Dragon Ball ist sowas, was man trotzdem kennt, auch wenn man es ja, nicht verfolgt hat. Das kennt jede Sau. Allein durch kulturelle Osmose. Ja, eben. Aber ich muss halt auch sagen, meine Mitbewohner kennen Alien nicht, Star Wars nicht. Ja, dann sollten ja die Alarmglocken läuten und du sollst dringend ausziehen. Ich sollte die umbringen und im Wald verscharren. Ja, jetzt nicht ganz so extrem, hätte ich jetzt gedacht, aber eventuell Jones, sollst du... Martin kannte Indiana Jones nicht. Aber die mochten doch diesen ganzen abstrusen Kung-Fu-Scheiß, den wir sonst immer gucken. Nein. Was? Abstrusen? Was? Nein. Du hattest den doch diesen einen abgefahrenen Kung-Fu, also den einen Everything the Movie. Das fand ich so amüsant, aber das heißt nicht, dass sie sich angeguckt haben. Ach so, ich dachte halt, du hättest den mit denen geguckt oder so. Nein. Okay. Das fängt doch schon damit an, also mein, der eine, der ja dieses Japanische, der die Kaiju-Movies und so guckt, yes, der fand's interessant, aber der kann kein Englisch. Da hört's doch schon wieder auf. Musste nicht, die Kaiju-Movies, musste nicht verstehen. Das ist, die Wildsprache ist gewaltig genug. Im Zweifelsfall geht's ja sowieso immer um Umweltschutz. Ja, immer. Naturkatastrophen und Umweltschutz. Und Godzilla Saves the Day. Außer in den ersten paar Filmen. Ist es mal eine Frage? Du bist ja da mehr drin als ich. Ist Godzilla jetzt ein Er oder eine Sie? Ich glaube, Godzilla ist eine Sie, weil... Ja. Weil ich habe mehrere Reviews gehört und dann sagen sie immer Er. Ja, ich bin mir nicht sicher. Das, glaube ich, variiert auch. Oder der ist einfach irgendwie asexuell oder so. Wie die Dinosaurier in... Ja, weil der es gibt auch mehrere Filme, wo er halt so einen Sohn hat. The Son Stimmt. of Godzilla. Genau, der... Diverse. Und das ist auch immer so ein zentraler Plotpoint, weil der dann mit Menschen sich immer anfreundet oder so. Also so ein abgefuckten Japano-Gedöns-Kram. Wie hieß das kleine Vieh denn? Ich hab's vergessen. Das mochte ja eigentlich keiner. Nee, der war ja auch eher nervig. Und, der war wirklich einfach nur so, du guckst einen Godzilla-Film und willst natürlich sehen, wie sich gigantische Monster Gesichter zerprügeln. Bei mir hat's gerade massiv geleckt. Du meinst geleckt oder? Geleckt. Okay. Obwohl ich ja auf meinem Heimserver spiele. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Heimspiel? Offensichtlich kriegt die Verbindung von der einen Seite des PCs zur anderen nicht hin. Mein Elektrik leckt. Würdest du im Review schreiben, ungefähr so, deine Elektrik hat geleckt? Mhm. Ich hab gleich die Schnauze voll vom Abbauen. Dann lass doch gleich mal gucken, was noch so geht. Bam, Headshot. Lass mal gucken, was noch so geht. Was so geht, was wir craften können, du Lappe. Du Lappe! Meine Lieblingsbeleidigung. Was in der Space Disco noch so geht. Ja, genau. Genau. Nee, wir haben erstmal genug gefeiert. In den letzten Folgen. In der letzten Folge. Glück, Glück, Glück. Hör mal auf, bitte. Hör mal auf, ja? Aber so kann man Fallschaden verhindern. Schön. So kannst du nicht verhindern, dass ich dir gleich eine Schelle gebe. Das will ich sehen, Junge. Space Schelle. Mach mal weg jetzt das Wasser, das nervt mich. Wir sind offensichtlich noch nicht am Ende. Hier geht noch was. Da geht noch was. Wie du sagen würdest. Wollte ich sagen, ja. Ist das eigentlich noch Jugendsprache oder ist das alte Sprache? Nee, das ist schon Old Guy Sprache. Ja, Alter. Ich hab letztens. Ich habe auch neulich. Okay, du zuerst. Mit deiner alte Person-Anekdote, danach ich. Martin hatte mich gebeten, ihm eine halbwegs vernünftige Maus- und Tastatur-Kombo rauszusuchen mit Kabel.
weil er keinen Bock hat, immer die Batterien zu wechseln. Und ich bin ja auch kein Fan von kabellosen Tastaturen und Mäusen und so, weil die Batterien immer genau dann leer sind, wenn du sie brauchst, ja, ich auch nicht, und keinen Ersatz hast. Ja, ich auch nicht. Dann habe ich geguckt und dann bei Amazon, es gibt so gut wie keine nicht kabellosen Mäuse mehr und Tastaturen. Ich habe die, sowas willst du nur noch in so Mediamärkten oder so, ja, habe ich mir geholt auf jeden Fall. Das sind auch die günstigsten, aber damit bin ich auch am zufriedensten. Ja, im Endeffekt, also ich habe jetzt mühsam halt, Amazon Basics hat eine Maus von sich aus, die ist, soll ziemlich gut sein und halt noch eine Tastatur dazu, habe ich mühsam rausgesucht, dann habe ich mir die Kundenbewertungen angeguckt und da haben ohne Scheiß einige Leute unironisch von Kabel sind ja schon oldschool und so geredet. Da ist ein Dungon. Tja, also. Ein Dungon, Jens, da unten. Ein Dungon. Dungon? Was? Da unten ist ein Dungon. Ich kenne keinen Monster Hunter. Ach so. Ein Dungon. Ich dachte, du redest von irgendwelchen Monster Hunter Sachen. Nee, da ist ein Dungon. Es gibt, das klingt definitiv, fairerweise muss ich das zugeben, wie ein Name von einem Monster in Monster Hunter. Ja. Oh, Monster Hunter ist so toll, habe ich das schon gesagt? Oh, der sieht gut aus, der Dungon. Ich sehe einen Doom. Aber jetzt komme ich erstmal mit meiner Old Guy-Anekdote, okay? Neulich war ich halt mit meiner Schwester unterwegs, die ist nicht viel, viel jünger als ich, also so 2-3 Jahre. Und dann hat sie halt angefangen, irgendwie über Leute zu reden und dann meinte sie halt, ja, das ist voll der Lauch. Was? Das ist voll der Lauch. Und ich habe im ersten Moment so, war so stutzig, hä, was, Lauch? Ist das jetzt positiv oder negativ? Nee, ich war auch nicht so sicher. Und dann meinte sie, nein, das ist, sagt man, wenn jemand ein Lauch ist. Und ich so, schön, okay. Und dann musste mir die das erklären. Und sie meinte halt, es wäre eine Art Beleidigung. Gut, ich habe gesagt, wenn du damals dein Gemüse und dein Spinat nicht aufgegessen hast und so, kann ich nachvollziehen, wenn du das als eine Beleidigung nimmst. Und aber dann, okay, ich kann auch nachvollziehen, wie sie mir das dann erklärt hat. Irgendwie musst du das dann so sehen, das sind Lappen quasi. Ja, gut nach. Lauch und Lappen, dann ergibt das für mich auch Sinn. Aber Lappen ist halt die hessischste Beleidigung ever. Da war nichts drin, ne? Möchtest du, ich kann hier in dem Sarkophag schlagen. Oh, ich bin nackt. Oh, hat keiner gesehen. Completely naked. Möchtest du dir unbezahlbare Schätze mitnehmen? Natürlich möchtest du das. Ich kenn dich. Tja. Also ich hätte das jetzt auch zuerst mit was Negativem assoziiert. Ja, ne? Was aber auch teilweise daran liegt, dass es deine Schwester ist. Korrekt. Die solche Sachen dann sagt. Aber ist interessant. Also die haben sich, das hat sich schon so weit entwickelt, dass ich teilweise dann jetzt nicht mehr hinterhergekommen bin. Es fängt schon an, Jens. Wir werden alt. Ja. Es fängt schon an. Demnächst so die Jugend von heute, wenn die mit ihren Oculus später, ich wette, die haben dann alle ins Auge VR implantiert oder so ein Scheiß und wir kommen dann nicht mehr hinterher. Hatte doch einer. Wir halten uns jetzt noch für super technikaffin, aber das hört dann auch auf. Nee, die neue Generation ist doch nicht besser als wir. Ah, oh, wir sind ja am Kern. Lass mal rausgehen hier, das ist Bullshit. Möchtest du sagen, wir sind am harten Kern? Möchtest du sozusagen sagen, wir sind der harte Kern? Hardcore. Ich möchte sagen, dass du besser jetzt mal eine Runde schlafen solltest, weil ganz eindeutig ist dein Gehirn schon überfordert mit dem, was wir gerade machen. Ja, dann lass uns in die Lava springen. Ist eine gute Idee. Beende es alles. Ich beende es. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mach's gut, grausame Welt. Der langsamste Tod ever. Von allen. Wir müssen echt ein bisschen Aufwand betreiben, um hier durchzukommen. Jetzt reicht's langsam. Last Stone Block. Last Stone? Ja, Blast Stone. Ich sehe es gerade. Der hält mega viel aus, der Blast Stone. Aber hier gibt's ja keine Creeper oder so ein Kram wie in Minecraft. Übrigens immer noch das genialste Game Design, dass du was hast, was deine Gebäude kaputt machen kannst. Naja, ich sehe das anders. Nee, ich sehe das als geniales Game Design an. Du hast vor sonst nichts Angst in diesem Spiel. Das und ist richtig. Wenn du Vanilla gespielt hast, nur so konntest du ja, wir reden jetzt schon wieder so über Videogames und sowas. Die Folge ist doch schon längst vorbei. Goodbye. Ich hasse Videospiele. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.